Gut, ja, dann können wir anfangen. Habe ich gedrückt, ja, läuft schon. Gut, ja, hallo zusammen. Ich dachte, ich mache heute mal eine Emacs-Einführung. Es gab schon mal eine beim Chaos-Treff, aber das war vor 10 Jahren oder so. Also total outdated und es hat sich eh alles geändert und weiterentwickelt. Die Folien sind auf Englisch, weil ich das für einen anderen Event noch vorbereite, aber ich denke, ihr kommt schon klar. Also, was betrachten wir heute? Es wird wirklich nur eine super grobe Einführung. Wir steigen nicht tief ins Detail ein. Ich beantworte eigentlich hauptsächlich die W-Fragen, nämlich was ist eigentlich Emacs? Wieso würde man das verwenden wollen vielleicht? Wie fühlt sich das an zu benutzen? Da mache ich dann eine kurze Demo. Und wie fängt man an, Emacs zu benutzen? Und ich erwähne auch das Config-File, Here Be Dragons und Ghosts. Und da kommt dann das Scary Emacs Lisp. Okay, fangen wir an mit, was ist Emacs? Wir können natürlich die Wikipedia zu Rate ziehen und dort lernen wir dann, Emacs steht eigentlich für Editor Makros und ist nicht nur ein spezifischer Editor, sondern eine ganze Familie von Texteditoren, die eigentlich hauptsächlich dadurch ausgezeichnet werden, dass sie sehr erweiterbar sind. Dann kann man sich das GNU Emacs Manual anschauen, also das Emacs, von dem die meisten Leute immer reden. Und dort steht da dann auch beschrieben als die Extensible, Customizable, Self-Documenting Real-Time Display Editor. Und an dem Real-Time sieht man schon so ein bisschen, uiuiui, das ist aber ein altes Programm. Weil früher waren Editoren so, man gibt seinen Befehl ein, ich möchte die Datei so und so verändern und dann macht er das so, batchmäßig, ja. Und Emacs war einer der ersten, die dann wirklich auch die Datei mal angezeigt haben, während man sie verändert. Und das war damals bahnbrechend. Emacs ist tatsächlich das allererste Programm aus dem GNU-Projekt, welches 1976 zum ersten Mal released wurde und immer noch heutzutage in Entwicklung ist. Das letzte Release war im Juli 2023 und tatsächlich passiert immer noch Zeug, immer noch spannendes Zeug. Also es gibt immer noch neue Pakete, die irgendwie in Emacs standardmäßig aufgenommen werden. Es gibt bahnbrechende Features, ich kann da noch nachher mehr zu erzählen. Aber ich denke, jetzt gehen wir erstmal zur nächsten Frage, nämlich, okay, also jetzt wissen wir grob, es ist irgendwie so ein Editor, aber wieso, was kann der so? Also, schauen wir uns mal ein paar Sachen grob an. Ich stelle sie jetzt erstmal vor und dann in der Demo seht ihr noch ein paar davon. Das allererste und allerwichtigste finde ich, weil es damals für mich so mindblowing war, ist Magit. Das ist ein Git-User-Interface, also eine Alternative, um die Git-Befehle auf der Command-Line zu verwenden. Und ich habe hier mal so einen Screenshot reingepackt von einfach, wenn ich eine Änderung mache am i3 Source-Code, dann würde mir Magit das erstmal so als eine Change anzeigen. Ich kann dann einzelne Zeilen zum Beispiel stagen, sehr bequem, weil ich sie einfach sehen kann, selektieren kann, dann sage S für Stage, dann kann ich committen mit C und so entwickelt sich eine ganze Befehlskette manchmal. Also ich habe mittlerweile sehr ausgeklügeltes Muscle Memory für, ah, ich muss hier einen neuen Commit machen und dann rebasen die letzten drei Commits, den squashen, den fixen, das dann pushen nach Upstream und so weiter und das geht einfach so zack, 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 zack und früher hätte ich dafür irgendwie 20 Git Command Line Befehle gebraucht. Also wirklich eine starke Veränderung von wie einfach man mit Git arbeiten kann. Und er zeigt halt alles an, finde ich super praktisch. Also für mich war Magit damals wirklich eine Revolution. Ich habe hier auf die Slide noch einen Introduction to Magit-Link gepackt. Das ist von Mickey Peterson. Der macht eine Seite namens masteringemacs.com. Die ist wunderbar. Also der kann wirklich gut schreiben. Der hat auch ein Buch geschrieben. Und auch immer, wenn es eine neue Emacs Major Version gibt, dann macht er so eine Zusammenfassung von, was hat sich da geändert, was war signifikant und was bedeutet das eigentlich. Und es ist super. Also die Seite kann ich empfehlen, wenn ihr ein bisschen einsteigen wollt. Auch die Introduction to Magit ist eine gute Introduction, also lest es euch einfach mal durch. So, dann Eglot. Eglot, die meisten Leute kennen nicht den spezifischen Namen Eglot, aber was Eglot macht, ist LSP-Support. LSP steht für Language Server Protocol und das ist quasi die Art und Weise, wie man beliebige Programmiersprachen heutzutage in Editoren einbindet. Also wenn ihr zum Beispiel im Visual Studio Code oder im Vim oder im Emacs oder wo auch immer diese Features verwendet, wie Autocompletion oder Dokumentation anzeigen oder Jump to Definition, solche Sachen, das wird alles getrieben von einem LSP-Server, der dann im Hintergrund läuft. Ob das jetzt der LSP-Server für Python ist oder für C oder für Go, ist ganz egal, weil das Interface das gleiche ist. Und Eggload ist mittlerweile standardmäßig in Emacs dabei. Das heißt, wenn ihr einfach so ein Emacs installiert, dann ist es nur noch, ich glaube, man muss Eggload nur noch aktivieren und schon hat man vollen LSP-Support. Und der ist auch wirklich ziemlich gut. Also benutze ich schon seit einer Weile. Fragen bitte am Ende, weil ich muss hier zügig durch, sonst klappt es nicht in 15 Minuten. So, dann nächstes Mindblowing Package, TRAMP. TRAMP steht für Transparent Remote Access Multiple Protocols. Da darf sich jetzt jeder überlegen, ob man da glaubt, dass das ein Backronym oder ein Akronym ist.
Was es macht, ist Remote, oder? Also das kennt man ja vielleicht auch aus Visual Studio Code. Man kann nicht nur lokale Dateien aufmachen, sondern auch Remote-Dateien. Und das ist aber wirklich sehr ausgeklügelt und sehr gut integriert in alles Mögliche. Auf dem Screenshot ist es ein bisschen klein, aber man sieht, wie ich hier auf meinem Hetzner-Server eine Navidrome.service-Datei aufmache. Das ist also nicht mein lokaler Computer, sondern der Emacs läuft auf meinem Laptop, aber ich arbeite auf meinem Server. Und dann sieht man auf der rechten Seite in dem Split-Window, dass ich da noch eine Shell laufen habe, wo ich einfach systemctl-status eingegeben habe. Und so kann man quasi mit der lokalen Config und Anpassungen und Umgebung auch bequem auf ganz anderen Computern arbeiten. Und dann das letzte Paket, was ich noch vorstellen möchte, ist OrgMode. Das haben viele von euch bestimmt auch schon mal irgendwie davon gelesen. Ich habe hier mal so eine sehr hypothetische, vereinfachte RGB2R-Planungsdatei angerissen. Mit OrgMode kann man ganz praktisch so To-Do-Listen machen oder Tabellen oder auch so abgefahrene Sachen, wie was man heutzutage besser als Jupyter-Notebooks kennt, aber quasi so Dokumentation und Code, und dann kann man den Code auch ausführen und man sieht auch die Ergebnisse und die kommen dann wieder in das OrgMode rein und so. Also das war quasi vielleicht so ein bisschen der, ich sag mal, spirituelle Vorreiter vielleicht von Jupyter, wenn man sich ein bisschen aus dem Fenster lehnt. Dann gibt es aber auch noch ganz viele andere Packages. Emacs hat auch einen eingebauten Package Manager, also man muss da nicht manuell das ganze Zeug installieren, sondern man kann es einfach nachinstallieren. Und da gibt es dann super viel Zeug, was sich so über die Jahre entwickelt hat. Es gibt so opinionated Helpers wie IDO, Project oder Council, die dann versuchen, bestimmte Aspekte von dem Emacs-Interface ein bisschen anzupassen. Natürlich gibt es auch Integration für Fuzzy Finder, für RipGrab, für alles Mögliche, was ihr euch so vorstellen könnt. Also wenn es quasi ein populäres Command-Line-Tool gibt, dann gibt es dafür auch ein passendes Emacs-Package, was das irgendwie einbindet. Gut, genug zu den Packages. Was ist denn eigentlich mit dem Editor selber? Emacs ist sehr customizable. Das kann man gut finden. Die Flipseite davon ist, dass man auch relativ viel customizen sollte, je nachdem, wie halt so der eigene Geschmack ist. Dazu komme ich aber gleich auch noch. Man kann auch sagen, Emacs ist eine der wenigen Gelegenheiten, in denen man mal im echten praktischen Leben Lisp benutzen kann. Wenn man also ein bisschen interessiert ist an dieser Sprache mit den vielen Klammern, dann kann man es hier mal tatsächlich ausprobieren und benutzen. Man kann sagen, nee, kein Bock, so viele Klammern, und das wirklich auf ein Minimum reduzieren und es dann einfach ja, ausblenden und einfach nur Sachen copy-pasten, ohne sie wirklich zu verstehen, ist auch good enough für das Allermeiste. Oder man kann wirklich voll einsteigen und finden so, oh geil, jetzt schreibe ich mir so ein bisschen 5 Zeilen Lisp, um mein genaues Problem von heute zu lösen. In demselben Spirit gibt es Leute, die ihr ganzes Leben versuchen, in Emacs reinzupacken. Also die nutzen dann nicht nur Maggot und Egglog so zum Code schreiben, die benutzen dann auch die Packages für Mails lesen, die hören dann auch Musik über Emacs, die fangen an, ihren Kalender in OrgMode zu machen. Irgendwann geht es dann so weit, dann starten sie einen Browser in Emacs drin und müssen ihren Emacs gar nicht mehr verlassen. Oder? Manche Leute, die booten dann einfach direkt in Emacs, benutzen das auch als Window Manager, gibt es auch. Huiuiui. Das kann man machen, muss man aber nicht. Es gibt auch das genau gegenteilige Beispiel. Ich kenne auch Leute, die sagen einfach so, ja, also Maggot ist ja ganz cool, aber den Rest brauche ich einfach nicht. Ja, da will ich habe meinen Editor schon. Die benutzen dann aber tatsächlich Emacs-F Maggot Status, was quasi bewirkt, dass der Emacs dann startet und einen direkt ins Maggot wirft. Und dann finden die einfach so, ja, Emacs, das ist diese Runtime für mein Maggot, oder? Also man kann es auch so anschauen und man kann in das eine Extrem abdriften oder man kann im anderen bleiben, das ist alles voll okay. So, wie ist es jetzt eigentlich, Emacs zu benutzen? Jetzt kommen wir mal in den Live-Demo-Teil. Ich habe hier was vorbereitet. Ich habe hier einfach mal so eine i3 geklont und ich starte jetzt einfach mal Emacs und jetzt wirft er einen hier in diesen Scratch-Buffer. Man sieht schon, er schreibt da unten auch, für mehr Informationen kann man Ctrl-H, Ctrl-A drücken. Ctrl-H ist für das Hilfesystem, das ist vielleicht ein guter Tipp für die Leute, die einsteigen wollen. Und vorhin haben wir auch in der Definition gesehen, Emacs ist nicht nur customizable, sondern auch self-documenting. Das zeige ich dann auch gleich noch. So, jetzt sagen wir doch einfach mal, okay, ich möchte mit Fuzzy Find irgendwie die main.c öffnen, alles klar. Dann bin ich hier und vielleicht sollten wir auch, wenn wir an i3 arbeiten, mal in das Build-Verzeichnis gehen. Dann sage ich meta-x compile und sage, okay, um i3 zu kompilieren, muss man einfach Ninja ausführen. So, und dann hat er das hier mal durchgebaut. Oh, nee, Moment. Hier gibt es ein Problem. Okay, alles klar. Hier habe ich Unsinn eingebaut. Versehentlich hatte ich vorhin noch an einem neuen Feature gearbeitet und das ist mir so reingerutscht. Sorry. Ich lösche das mal hier raus. Jetzt kann ich in das Maggot gehen und dann schauen wir uns mal an, was habe ich eigentlich gemacht.
Vorhin habe ich hier noch das Best Feature in the World eingebaut und da ist aber dieses Holocaust-Treff reingekommen, oder weswegen der nicht kompiliert hat. Naja, kein Problem, dann bauen wir es nochmal kurz durch. Schauen wir mal, ob die Compilation diesmal funktioniert. Ja, das sieht doch gut aus. Compilation finished, das ist grün, alles successful. Okay, dann gehen wir wieder in das Maggot zurück und sagen, das Problem hier, diese problematische Zeile, die müssen wir jetzt aber noch kurz in den Commit mit reinhauen, bevor wir den pushen können. Dann sage ich also, stage mir das ganze Ding. Jetzt kann ich sagen, C für Commit. Man sieht, dass Maggot sein charakteristisches Pop-up-Menü aufmacht, wo es alle Tasten jetzt genau erklärt. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, den Commit möchte ich editieren, aber ich habe den schon vorhin gemacht am Nachmittag. Ich möchte jetzt erstmal sagen, dass der Commit eigentlich jetzt stattgefunden hat. Dann sage ich also Claim Authorship and Reset Author Date, das ist minus groß R. Jetzt sieht man, das Reset Author ist rot geworden. Und jetzt möchte ich amenden. Okay, jetzt bin ich wieder im Best Feature in the World. Wegen meiner Bildschirmgröße wechsle ich ein bisschen mehr hin und her als normalerweise, damit ihr alles seht. Da sieht man jetzt, okay, das ist jetzt einfach hier diese Textänderung und die fehlerhafte Zeile, die mit reingerutscht ist, ist jetzt nicht mehr dabei. Jetzt sage ich Commit das Ganze, jetzt ist es committed. Wenn ich mir jetzt nochmal hier den Div aufmache, dann sehe ich nur noch meine Änderung, die eigentlich drin sein soll und die fehlerhafte nicht mehr. Okay, jetzt will ich noch eine Sache zeigen, nämlich das mit dem Self-Documenting. Wir haben jetzt vorhin MetaX Compile benutzt. Jetzt möchte ich wissen, was ist eigentlich MetaX Compile? Dazu kann ich sagen Ctrl-H-F, dann sagt er, okay, Hilfe, describe mal, welche Function du die Hilfe dazu willst. Dann sage ich einfach Compile und dann sagt er mir hier, Compile is an interactive native compiled Lisp function in compile.el. Ah, alles klar, dann kann ich jetzt in die compile.el reinspringen und jetzt bin ich im Emacs Source Code. Und jetzt kann ich den hier mit vollem LSP und was auch immer editieren, verändern, neu bauen und so den Editor selber hacken. Oder natürlich ein beliebiges Package. Oder meine eigene Config, ist ganz egal. Aber das funktioniert für alles. Also ich kann mir für alles quasi die Definition anzeigen lassen und so. Und ich meine, heutzutage im Zeitalter von LSP finden vielleicht manche Leute so, ja, okay, komm, ist ein alter Hut, oder? Aber das ging in Emacs schon immer. Also das war damals wirklich mindblowing. Heutzutage ist die ganze Welt ein Stückchen weitergerutscht. Gut, das war die kurze, ganz super kurze Live-Demo. Wir haben eine Compile-Loop mit MetaX Compile aufgesetzt, FuzzyFind und Maggot benutzt und Self-Documenting haben wir uns angeschaut. Okay, wenn ihr jetzt findet, so okay, ja, vielleicht probier's doch mal aus. Wie kann man eigentlich anfangen, Emacs zu benutzen? Das kommt ein bisschen drauf an, wie ihr das aufbauen wollt. Entweder sagt ihr, Config-File-Tinkering, gar keinen Bock drauf. Gib mir einfach was, was fertig ist. Ich will einfach Visual Studio Code Alternative haben. Dann würde ich sagen, okay, schaut euch doch mal SpaceMax an. Oder Doom Emacs. Ist beides fast das gleiche, aber ein bisschen anders. Bei SpaceMax, das ist quasi so eine, ich sage mal, eine Emacs-Distribution, wenn man so will. So wie bei Linux gibt es mehrere Distributionen. Das ist schon so im Grunde das gleiche, aber irgendwie ganz anders kommt es daher im Standard, in der Standardinstallation. Und bei SpaceMax, ganz viel Zeug ist schon konfiguriert und funktioniert off the box und das ist ganz nice. Aber ich möchte noch dazu sagen, die benutzen halt dieses Leader-Key-Konzept. Das heißt, die Befehle in SpaceMax sind alle so Space und dann FA oder sowas. Und das kann man gut finden, kann man schlecht finden, aber es ist halt nicht das Original Emacs. Dessen muss man sich halt bewusst sein. Für die Leute, die das Original-Ding lernen wollen, ich persönlich würde empfehlen, so die Minimalist Solution und startet halt einfach mal mit einem größtenteils leeren Config-File und dann schaut mal, was ihr so braucht und was noch nicht so standardmäßig mitkommt. Da kann man dann natürlich ganz viele andere Config-Files einfach sich anschauen für Inspiration, Pick and Choose, Copy and Paste und so weiter. Oder man geht auch auf emacswiki.org. Dort ist wirklich super viel beschrieben, also quasi, das ist so ein Wiki, das gibt es schon seit Jahrzehnten und alle Leute, die mal Emacs verwendet haben, haben dort irgendwie auch mal was beigesteuert oder was rauskopiert und ja, also für alles Mögliche, was man sich jemals in einem Editor hätte vorstellen können, findet man dort wahrscheinlich Beispiele und verschiedene Ansätze und Diskussionen und so weiter. Da kann man also wirklich einsteigen. So, dann möchte ich auch noch erwähnen, die Tastaturkürzel, sowas wie CA oder CE für an den Anfang bzw. ans Ende der Zeile zu springen. Die sind hier übrigens alle in der Emacs Command Notation formatiert, also CA steht für Control A und so, das habt ihr vielleicht vorhin schon erkannt. MB ist für Meta und das ist üblicherweise die Alt-Taste. Diese Tastenkürzel kennt ihr eigentlich wahrscheinlich schon, weil die sind ja in der, im Terminal in der Shell das gleiche. Ja? In GNU Bash sind die absichtlich konsistent gewählt und auch Readline, welche ja quasi eine Abspaltung von der Bash ist,
hat diese gleichen Tastenkürzel und viele Programme benutzen Readline, um ihr Command-Line-Ding zu implementieren. Das heißt, diese Tastenkürzel kennt ihr wahrscheinlich eh schon. Und wenn ihr alle wissen wollt oder viele oder noch mehr davon, dann kann man das Emacs-Tutorial befolgen. Das wird auch standardmäßig, wenn man ihn zum ersten Mal aufmacht, dann gibt es da auch so einfach so einen Tutorial-Button, kann man klicken und dann kommt man dahin. Und dann kann man die lernen. Oder man kann es auch lassen. Ich habe es beim ersten Versuch, Emacs zu benutzen, habe ich sie nicht unbedingt gelernt und bin dann halt einen gewissen Punkt weit gekommen. Irgendwann habe ich mir da mal die Zeit genommen und fand es dann eigentlich auch okay, aber es ist jetzt nicht irgendwie bahnbrechend anders. Also man kann da wirklich so viel oder so wenig, wie man investieren möchte, investieren. So, dann kommen wir doch mal kurz zum Config-File. Ich will dazu gar nicht so super viel Sachen sagen. Eine Sache, die ich aber sagen möchte, ist, was ich auf jeden Fall immer ändere, ist das Standard-Theme. Denn wenn Emacs startet, dann ist es erstmal sehr hell und ja, gefällt mir nicht so. Das Theme, was ich gerne verwende, kommt auch schon bei Emacs mit. Das heißt einfach Tango. Das gibt es in der Light- und in der Dark-Variante. Ich habe die Dark-Variante. Übrigens, die Slides sind auch in Tango-Farbschema. So. Und es gibt verschiedene so Theme-Galleries, die ihr euch anschauen könnt. Habe ich beide Links auf die Slides geparkt. Es gibt eine, die heißt Emacs Theme Gallery. Die hat auch die Built-in-Themes. Das finde ich ganz nett, weil dann kann man sich die mal anschauen, ohne dass man sie alle ausprobieren muss. Und dann gibt es aber auch noch eine Seite, die heißt emacsthemes.com. Dort sind aber die Built-in-Themes nicht dabei. Also die ist dann mehr so für, wenn man sagt, ah nee, Built-in ist mir nicht gut genug, ich will alle sehen. Und dann findet man dort Hunderte oder so und kann man sich eins aussuchen. Und dann möchte ich noch ein paar Common Patterns kurz erwähnen, einfach, dass ihr es mal gehört habt, wenn ihr euch entscheidet, hey, ich will jetzt wirklich meine eigene Config aufbauen. Was ihr auf jeden Fall benutzen solltet, ist UsePackage. Das ist so ein Makro, welches euch erlaubt, extra Packages in eurer Config gut zu konfigurieren. Und zwar ganz spezifisch kann das auch Lazy Loading. Das heißt, statt dass ihr die Config so aufbauen müsst, dass ihr sagt, lade mir dieses Package und dann setze diese Option von dem Package, könnt ihr sagen, okay, Use Package, dies und das. Und wenn das dann mal genutzt wird, dann setze diese Option so. Und das macht einen riesigen Unterschied in der Startup-Time. Dann möchte ich sagen, Emacs-Config am besten in mehrere Dateien aufteilen. Das macht man mit diesem Provide- und Load-Mechanismus und dann kann man die schön unterteilen und dann weiß man, ah, das habe ich damals so eingestellt für meine Go-Config, das habe ich irgendwie für C oder was auch immer. Und dann zu guter Letzt, das war früher ein bisschen anders, da war das alles noch in /.emacs und so weiter. Heutzutage kann Emacs natürlich auch XDG-Config-Struktur und schaut auch standardmäßig in /.config/emacs, sofern das .emacs nicht existiert im Home Directory, sonst hat das immer noch Präzedenz. Das heißt, ein common mistake, wenn Leute das zum ersten Mal einrichten, ist, dass sie irgendwie aus irgendwelchen Gründen schon ein .emacs haben. In manchen Distributionen gibt es tatsächlich so Skeleton-Files fürs Home Directory, wo schon ein .emacs mitkommt. Finde ich ein bisschen weird. Oder andernfalls ist es manchmal auch ganz einfach, irgendwie, wenn man Emacs startet und irgendein Paket verwendet, dann legt das irgendwelche Cache-Dateien an und schon hat man den falschen Pfad sozusagen. Also für die Leute, die peinlich genau ihre Configs organisieren und finden, das muss bei mir im .config/emacs sein, das geht, ihr müsst einfach so drauf achten. Okay, ja, das war es eigentlich schon, damit das in den 15-Minuten-Slot passt, aber ich würde jetzt anbieten, ich mache hier erstmal Stopp, stoppe dann auch die Aufnahme und dann können wir die ganzen ketzerischen Fragen beantworten in gemütlicher Runde. Also, dann sage ich erstmal vielen Dank, bis hierhin.